So, herzlich willkommen, Freunde, bei einem neuen Vlog. Ich nehme euch heute mal wieder mit auf eine Reise, und zwar bin ich gerade in Düsseldorf am Flughafen. Ich stecke mich noch gerade mit einer kleinen Pizza und ehrlich gesagt, weil ich wieder viel zu viel Zeit hier am Flughafen habe, und bin jetzt auf dem Weg nach Graz, nach Österreich. Wetter sollte abend hinfliegen und ab morgen geht es in Graz los mit der Produktion für mein neuestes Videotraining zum Thema Zeitrafferfotografie, was ich diesmal nicht alleine produziere, sondern was ich im Endeffekt für LinkedIn Learning produziere. Das, was früher mal Video to Brain war. Ja, ich hatte das schon, ich glaube, Mitte letzten Jahres mal angekündigt, und das ist ehrlich gesagt der Vlog, auf dem ich mich am meisten freue in diesem Jahr. Wir werden wahrscheinlich auch mehrere Videos werden, weil es ansonsten zu lang ist. Ich darf vieles mitfilmen. Ja, ich werde euch da auf jeden Fall einen schönen Einblick in diese Produktion zusammen mit LinkedIn gönnen, und ich freue mich mega drauf. Also das wird richtig, richtig geil. Eine Woche lang wird produziert, damit das ein richtig fettes Videotraining wird. Ich bin jetzt eine Woche lang dann in Graz. Wie gesagt, heute Abend fliege ich los. Also ich fliege um kurz vor 8 hin, bin dann irgendwie um 9:30 da, werde dann nur noch ins Hotel und schlafen, und morgen ab 9 Uhr geht es halt richtig ab mit Studio-Sessions, mit Live-Action draußen, mit allem Möglichen, und dann werden wir innerhalb von einer Woche dann richtig, richtig fettes Videotraining für LinkedIn Learning bzw. Video to Brain auf die Beine stellen. So, ist jetzt eine Stunde vor Abflug und ich werde mich jetzt mal langsam auf den Weg zum Gate machen. Ich werde mir jetzt was zu trinken besorgen, und dann funktioniert hoffentlich alles und der Flug ist pünktlich, und ja, ich denke mal, dann sehen wir uns gleich in Graz wieder. Gerade frisch in Graz gelandet, sehr pünktlich, sehr guter Flug. Und jetzt erstmal gucken, dass ich mein Gepäck bekomme. Ich bin jetzt im Hotel angekommen, hier im Hotel Ibis am Hauptbahnhof. Hatte einen sehr, sehr netten Fahrer, der mich am Flughafen abgeholt hat. Ja, schön mit einem Porsche Cayenne wurde ich dann hier hingekarrt. Sehr nett alles, sehr, sehr freundlich zuvorkommt. Also wirklich, ich kann mich nicht beschweren, eine sehr angenehme Reise. Und ja, jetzt werde ich hier noch so ein bisschen Ordnung schaffen, werde meinen Kram rauslegen für morgen. Werde noch ein paar Sachen halt online eben nachgucken, ein paar Kommentare beantworten, E-Mails beantworten, und dann gehe ich auch ins Bett. Morgen um 9 Uhr geht's los. Frühstück ab 6:30 hier im Hotel. Ich weiß noch nicht genau, wann ich mir den Wecker stellen werde. Vielleicht so auf 7 oder so. So eine Zeit lang so ein bisschen fit zu werden wieder, und dann geht's los morgen. Ja, also morgen wird spannend. Da kann ich euch auch mal so ein bisschen Eindrücke von Graz im Hellen zeigen. Ich bin jetzt hier im Dunkeln angekommen. Gab noch nichts Besonderes zu sehen. Zimmer ist halt ein Hotelzimmer, ne? Also ein kleines Office eingerichtet, funktioniert ganz gut. Und ja, ich würde sagen, gute Nacht, wir sehen uns morgen wieder. So, guten Morgen, Freunde. Die erste Nacht war ganz okay. Ich bin ein bisschen schlecht eingeschlafen, aber war dann doch ganz gut. Trotz, dass das hier direkt am Hauptbahnhof ist, mega leise. Ja, also ich bin wach geworden, eher vom Zwitschern der Vögel als von irgendwelchen Verkehrslärm. Das war schon mal sehr gut. Frühstück ist ebenfalls sehr gut, kann mich nicht beschweren. Und jetzt bin ich eben auf dem Weg zum Studio von LinkedIn. Erstmal alle Leute treffen, erstmal ein bisschen akklimatisieren und dann gucken, was wir heute alles machen wollen. So, wir werden das Ganze wahrscheinlich nicht chronologisch aufnehmen, weil es natürlich stark vom Wetter abhängig ist, wann wir rausgehen können, um mal Zeitraffer zu schießen. Und deshalb kann es sein, dass wir erstmal einige Studiosachen machen, dann die nächsten Tage raus sind, obwohl das halt eigentlich nicht das wäre, was wir danach aufnehmen müssen, um dann halt wieder reinzukommen. Also das steht noch alles offen, das werde ich gleich hoffentlich rausfinden. Und ihr seid dabei, ich versuche so viel zwischendurch wie möglich mit euch aufzunehmen. Denn ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderer Einblick, als wenn ich halt selber Videotrainings produziere. Das kennt ihr jetzt, da wisst ihr, ich stehe vor der Kamera, ich stelle das alles selber ein. Aber es ist halt schon echt nochmal eine andere Geschichte, wenn man 3-4 Leute um sich rumrennen hat mit Kameras und Mikrofonen und so. Und man sich selber da quasi um gar nichts mehr kümmern muss, sondern nur uns den Inhalt liefert. Das ist auch für mich eine ganz neue Erfahrung. Und deshalb hoffe ich, dass euch das genauso gut gefällt.
So, das ist jetzt hier gerade der Regen des Todes. Wir wollten eigentlich noch Location scouten gehen, beziehungsweise haben wir uns auch ein bisschen gemacht. Hier auf dem Schlosswerk, wo wir wahrscheinlich die meisten der Sequenzen aufnehmen werden jetzt für das Training. Wir sind jetzt aber eigentlich nur zu einer Location gekommen, weil bei der zweiten fing es jetzt halt dermaßen an zu regnen und so krass an zu gewittern. Wir hatten auch einen Blitzeinschlag so direkt neben uns, mega laut. So Leute, ab geht's heute zu Tag 2. Ich mache mich gerade fertig hier zum Abdüsen und darf mein Stativ nicht vergessen. So. Und jetzt geht's wieder zurück ins Studio. Wir nehmen heute noch so ein paar Studiosachen auf. Ich muss mal eben meine Karte suchen. Alles klar. Aber jetzt lassen wir nicht ohne Schlüssel verlassen. Und dann werden heute jetzt die restlichen Aufnahmen im Studio gemacht. Wir sind gestern gut vorangekommen. Ich muss aber sagen, das ist echt nochmal eine krasse Übung für mich, weil es hier ist es viel wichtiger, halt alles im One-Take aufzunehmen, dass eben möglichst nicht geschnitten wird, weil ich mache auf keinen Fall Jump-Cuts, wie ich ja sonst auch hier immer mache. Und deshalb ist das nochmal eine coole Übung für mich, um auch das sehr bewusste, sehr präzise Sprechen nochmal zu üben. Das ist also echt nur gut. Und die Studiosachen, wie gesagt, haben wir soweit alle durch. Heute noch das letzte Video über das Thema Stative. Und dann werden einige Beispielsequenzen gezeigt, die ich dann noch mal erkläre. Und dann geht es heute auch schon raus. Das Wetter ist nämlich sehr viel besser geworden. Man kann es vielleicht schon so ein bisschen erahnen. Und dann haben wir heute nämlich hoffentlich perfektes Wetter für unsere Zeitraffersequenzen wirklich. Hier einmal schon on location und werden jetzt hier die ersten Aufnahmen machen für die Sequenzen, die draußen stattfinden. Wir nehmen jetzt hier den ersten leichten Zeitraffer auf. Die Kamera wird sich dafür noch nicht bewegen und dann werden wir uns im Laufe des Tages weiter hier den Berg hocharbeiten sozusagen und dann noch eine andere Stelle suchen für den Sonnenuntergang. So, die ersten Sachen sind jetzt im Kasten. Wir haben jetzt quasi das Kapitel über die einfachen Zeitraffer abgeschlossen. Ja, wo wir jetzt hier einfach eine Aufnahme machen, wo sich die Kamera auch nicht bewegt, wo auch noch automatische Belichtungskontrolle mit drin ist. Also, dass man halt nicht viel machen muss. Das ist sozusagen der Einstieg, das Kapitel für den Einstieg, wie man halt leicht einen Zeitraffer starten kann. Und als nächstes geht es dann halt daran, mal so richtig heftig Holy Grail Zeitraffer mit Motion Control System und allem drum und dran. Und dazu werden wir nämlich uns da oben zu diesem Turm bewegen. Und wir haben jetzt auch noch genug Zeit. Es ist irgendwie 17 Uhr jetzt, glaube ich. Und so gegen 19 Uhr müssten wir dann da die Aufnahme starten. Wir werden dann auch heute tatsächlich nur den Zeitraffer dort aufnehmen und die ganzen Erklärvideos davor, die nehmen wir morgen auf. Das heißt, das Ganze findet zeitversetzt statt. Ich muss mir also gleich überlegen, was ich quasi morgen schon alles gesagt haben werde, um das dann gleich in dem Video vorauszusetzen, wenn ich den Zeitraffer starte. Das ist also ganz spannend. Aber vom Wetter her geht es ja nicht anders, weil wir nur heute so gutes Wetter in Anführungszeichen haben mit der Bewölkung, dass wir da auch einen coolen Zeitraffer hinkriegen. Morgen wird wahrscheinlich die ganze Zeit die Sonne vom blauen Himmel brennen. Das wäre halt für einen Holy Grail Zeitraffer jetzt nicht das Geilste. Und deshalb machen wir das heute und lagern quasi die Videos, die eigentlich jetzt hier vorkommen sollten, auf morgen aus. Das ist dann halt nur ein bisschen zusätzlich Gedankenleistung, die man da erbringen muss. Aber wirklich cool. So Leute, zurück im Hotel. Mega anstrengender Tag. Es ist jetzt 9:30 abends. Und ja, seit heute Morgen 9 Uhr waren wir halt unterwegs und haben gefilmt. Ne? Jetzt halt gerade zuletzt die letzten Sequenzen aufgenommen. Den Tag-zu-Nacht-Zeitraffer, den Holy Grail-Zeitraffer haben wir fertig gemacht. Aber da mussten wir natürlich noch das ganze Equipment zusammenpacken und runterschleppen vom Berg und so weiter. Deshalb, also war ein langer Tag. Dafür beginnen wir morgen auch erst mit den Aufnahmen so um 12:30 ungefähr. Wir treffen uns zum Mittagessen und danach geht es dann los mit den Aufnahmen.
Und das heißt, ich habe den Vormittag frei und werde mal gucken, ob ich mir nicht hier was von der Stadt anschaue. So, wir sind ja schon am Mittwoch angekommen und heute ist sozusagen mein halber freier Tag. Dadurch, dass wir gestern so mega lange gefilmt haben, wir waren ja erst alle um 9:30 überhaupt wieder, ja, da hatten wir überhaupt erstmal wieder den Kram weggebracht im Studio. Und das heißt, nicht nur ich bin spät ins Bett gekommen, sondern natürlich auch das ganze Filmteam. Und deshalb haben wir gesagt, gut, machen wir heute erst ab Mittag, Nachmittag weiter. Wir treffen uns um 12 zum Mittagessen. Und dann gucken wir, dass wir danach wieder auf den Schlossberg gehen und die restlichen Sachen filmen, die wir halt gestern ausgelassen haben. Hatte ich ja schon erzählt, dass wir quasi die Videos, die eigentlich gestern vorher hätten gefilmt werden müssen, wir jetzt erst im Nachhinein filmen werden. Das ist also der Plan für heute. Und das bedeutet, ich habe jetzt hier den Vormittag frei und werde das mal nutzen, um selber mal so ein bisschen durch die Stadt zu ziehen. Werde mich mal ein bisschen umschauen und gucken, was es hier so für nette Ecken gibt. Und weil wir in Österreich sind, ist natürlich Red Bull immer mit dabei. Was anderes kriegt man hier erstaunlich schlecht. Ja? Also natürlich gibt es auch andere Energy Drinks, aber es ist schon sehr, sehr deutlich, dass das hier Red Bull-Land ist sozusagen. So, da hinter mir ist jetzt das Kunsthaus, hat jetzt auch gerade geöffnet. Ich gehe jetzt hier noch einmal eine Runde über die Brücke, mal gucken, was auf der anderen Seite noch so ein netten Läden ist. Und dann gehe ich mal zurück und wahrscheinlich dann einmal durch das Kunsthaus durch. Ich muss mal gucken, was für Ausstellungen gerade drin sind, ob sich das lohnt oder nicht. So, mehr durch Zufall habe ich jetzt gerade hier eine öffentliche Fotoausstellung gefunden, die ist auf der Rückseite vom Kunsthaus. Bin jetzt erstmal rumgelaufen, weil die Ausstellung, ja, weiß nicht, sagt mir jetzt thematisch nicht so extrem zu. Geht halt viel um Diözese und daraus halt so eine Art moderne Kunst gemacht. Weiß nicht, ob das jetzt so meins ist und ich dafür dann unbedingt was bezahlen möchte. Aber hier sind ein paar coole Werke bei. Hier werde ich jetzt erstmal in Ruhe durchgehen und mich hier nochmal so ein bisschen umschauen. Das sind einige sehr gute Porträts und einige sehr gute Reportageaufnahmen. Ich finde aber auch nicht, wovon das ist. Also, ob das auch irgendwie über das Kunsthaus ging oder ob das irgendwo anders herging. Das ist gerade so ein bisschen eine Schatten, ich sehe gar nichts. Aber sehr interessant. Also hier werde ich mich jetzt erstmal so ein bisschen aufhalten, denke ich. So, hier bin ich jetzt am Aufgang hoch zum Schlossberg. Da mussten wir zum Glück mit dem ganzen Equipment nicht hoch. Ja, es gibt nämlich auch einen Lift. Aber es ist schick hier. Das ist eine schöne Treppe. Das wirkt so verwunschen schon fast. Und gerade abends, wenn das beleuchtet ist, sieht das wirklich, wirklich cool aus. Da muss ich mal gucken, ob ich irgendeinen Abend noch frei habe und Lust und Zeit noch habe, um hier vielleicht mal hinzugehen und dann nämlich mit diesem Brunnen im Vordergrund da nochmal einen Zeitraffer zu machen, wo der Slider so am Brunnen vorbeifährt. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Vor allem, wenn es dann eben beleuchtet ist. So, soviel also zum Ausflug heute Vormittag. Bin jetzt wieder im Hotel, werde jetzt noch eine Sequenz wahrscheinlich rendern und dann wird weitergearbeitet. Wir haben Donnerstag und heute passiert mal was Neues. Wir haben ja gestern alle Videos abgeschlossen, die noch zu schießen waren draußen mit Live-Action. Und heute geht es für mich ins Audio-Studio und ins Screen-Capture-Studio, wo ich dann halt die Bearbeitung aufnehmen werde. Und das in so einer schönen schalltoten Kammer. Das wird auch noch sehr lustig. So sieht es also aus, wenn ich hier in dieser geilen Kammer sitze. Und man hat hier einfach einen Mörder-Sound. Ja, ich werde mal gucken, ob ich hier vielleicht noch eine Podcast-Folge aufnehmen kann oder sowas. Also es ist halt richtig schön dumpf. Komplett abgeschirmt alles, Luftfilter, ja, also alles am Start. Und ich arbeite jetzt hier an einem Mac Pro, das Ding hat also auch ordentlich Bums, da macht dann das Rendern auch mal Spaß, das dauert dann nicht so ewig lange. Ja, also sehr, sehr geil. Kann man noch so ein bisschen sehen, wie das Ganze aussieht. Und ich bereite jetzt gerade die Software vor, ich muss noch ein paar Einstellungen machen, ob das gleich auch alles reibungslos funktioniert hier mit Lightroom und LA Timelapse. Und dann geht's los. Das Anwenden dieser Bearbeitungsschritte auf die restlichen Keyframes erfolgt jetzt in zwei Schritten. Den ersten Schritt können wir direkt für alle weiteren Keyframes anwenden. Der zweite Schritt sollte immer dann wiederholt werden, wenn bei einem späteren Keyframe noch etwas an der Bearbeitung verändert werden soll.
So, ich bin jetzt gerade beim drittletzten Video angekommen. Ich werde also auf jeden Fall heute fertig werden. Jetzt gerade war es halt nochmal so ein bisschen komplexer, weil tatsächlich in der Sequenz, die wir aufgenommen haben, ein visueller Fehler drin ist und ich auf den natürlich dann aber auch im Videotraining besonders gut eingehen kann und sagen kann, pass auf, hier, da sehen wir jetzt noch einen flackernden Fehler, das gehört da nicht hin, das kann man aber auf die und die Art beheben. Und das ist natürlich schön, wenn man sowas dann auch in dem Videotraining noch hat, um mal wirklich auch zu zeigen, wie man auf bestimmte Probleme reagieren kann. Aber wie gesagt, ich werde auf jeden Fall heute fertig werden und werde dann soweit durch und habe dann morgen den Tag frei, werde aber trotzdem nochmal hier ins Büro kommen, einfach um auch mit den Supervisern nochmal zu checken, sind alle Files korrekt, fehlt irgendwo was, ist irgendwo ein Versprecher drin, den ich vielleicht überhört habe, ist irgendwo ein fachlicher Fehler drin, den ich überhört habe, um das nochmal gegenzuchecken. Um dann wirklich auf der sicheren Seite zu sein, dass alles, was wir halt hier produziert haben, auch wirklich gut ist und qualitativ sehr hochwertig ist. So, ich habe mir jetzt spontan überlegt, wenn ich schon den ganzen Camp hier dabei habe, die großen Kameras, Mikrofone, Stative, alles, dann nutze ich jetzt einfach mal kurz die Zeit, um halt hier noch ein paar Videos für euch aufzunehmen, dann spare ich mir die Arbeit zu Hause und jetzt gerade habe ich so 2-3 Stunden Puffer, die ich noch nicht wirklich gefüllt habe, von daher nehme ich das jetzt einfach mal, um Videos aufzunehmen. Ich werde noch ein kleines Tutorial für euch drehen zum Thema, wie bearbeite ich meine Zeitraffer mit LR Timelapse. Ich war jetzt halt gerade so im Thema drin, da dachte ich mir, komm, machen wir das auch nochmal für YouTube in einer kurzen Version. Außerdem gibt es auch wieder neue Bildkritik. Ja, das sind so die Sachen, mit denen ich jetzt erstmal meine Zeit überbrücken werde. So, ich würde sagen, fertig. Ja, alle Sachen sind im Kasten. Und morgen, wie gesagt, gehe ich jetzt nochmal kurz ins Büro gucken, ob auch alles gepasst hat, weil heute Abend gucken halt die Videoleute schon mal drauf, gucken halt, ob alles passt, Versprecher und so weiter. Jetzt wird es laut, aber ne, also es ist alles im Kasten und morgen wäre dann nur noch mal Zeit für Korrekturen, wenn noch irgendwas nicht passt, wenn ich noch irgendeinen Satz nochmal neu einsprechen muss, irgendwie sowas, wenn ich, keine Ahnung, unklar gesprochen habe, genuschelt habe. Ich will nicht ausschließen, dass das so war, also werden wir mal schauen, was dann morgen die Jungs sagen, ob alles passt oder nicht, aber war sehr, sehr gut, sehr produktiv, ich bin super schnell vorangekommen. Da hat mir heute jetzt natürlich geholfen, dass ich so Screen Recordings halt ständig auch mache, ne? Also ich meine auf YouTube, wahrscheinlich die Hälfte meiner Videos sind ja nur Screen Recordings und ich glaube, das kriege ich schon ganz gut hin. Und deshalb war das heute natürlich eine relativ leichte Übung dann für mich. Da habe ich jetzt auch tatsächlich für mich als Erfahrung nicht so viel Neues rausgezogen, weil genau denselben Workflow habe ich im Endeffekt zu Hause für meine Screen Recordings auch. Das Schöne ist halt, du kannst überall schneiden. Das ist da natürlich der Vorteil. Und ja, ich denke mal, also das Einzige, was ich mir noch angewöhnen werde, das ist tatsächlich ein guter Tipp, auch für mich selber. Ich werde, wenn ich mich verspreche bei den Screen Recordings und ich das merke, werde ich nicht einfach den Satz nochmal neu sagen, sondern ich werde dann nochmal so ein Signal geben. Also hier war immer die Ansage, ich muss nochmal sagen als Wort. Und dann weiß ich, okay, ab da direkt den Cut setzen und dann halt der nächste Satz, der kommt, wird den vorherigen Satz nochmal wiederholen. Das ist einfach so als Marker nochmal ganz gut. Ich denke mal, das werde ich mir auch angewöhnen. So, und jetzt habe ich hier noch einen freien Nachmittag. Um 19 Uhr geht es dann nochmal hier essen. Letztes Abendessen. Vorletztes Abendessen. Und dann, ja, mal gucken, was ich jetzt noch mit dem Tag mache. Jetzt habe ich mir zur Feier des Tages erstmal ein Eis geholt. Jetzt gehe ich nochmal kurz zurück ins Hotel. Werfe da meine Tasche ab. Werde nochmal das Rendering für die letzte Zeitraffer-Sequenz starten, die ich ja gestern Abend geschossen habe. Dann kann da der Laptop schon mal in Ruhe vor sich hinrechnen. Und dann denke ich mal, werde ich hier nochmal so ein bisschen raus in die Stadt. So, letzter Gang ins Büro von LinkedIn Learning heute Morgen. Jetzt werde ich nämlich einmal den Slider wieder abgeben, dass der schon mal wieder vorgeschickt wird, weil den kriege ich ja nicht ins Gepäck. Und irgendwie als Sondergepäck im Flugzeug aufgeben will ich den auch nicht, deshalb wird der mit der Spedition vorgeschickt. Und ja, dann kriege ich jetzt gleich das Feedback zu den Screen Grabs, ob alles gepasst hat mit den Aufnahmen und ob ich noch irgendwas neu einsprechen muss. Und dann war es das für heute. So, ja, was soll ich sagen? Ich war 15 Minuten im Büro, Badge abgegeben, Slider abgegeben, Feedbackrunde und dann so, ja, eigentlich passt alles, eigentlich hast du nichts mehr zu tun hier. Tja, geil. Also es ist natürlich etwas, was mich auch echt nochmal ein bisschen stolz macht, ne? So in diesem professionellen Umfeld. Es ist halt professioneller als das, was ich alleine mache, auch natürlich als dieser Vlog zum Beispiel. Da dann eben auch sofort alles perfekt abgeliefert zu haben, dass alles passt und nichts nachgearbeitet werden muss und so, macht mich natürlich auch stolz. Und ich denke mal, das kann ich auch jetzt schon mal sagen, es wird ein zweites Projekt geben mit LinkedIn Learning, ein zweites Videotraining für die Jungs und Mädels hier. Ich weiß noch nicht wann, aber es wird eins geben. Wird auf jeden Fall geil. Ich freue mich drauf. So, ich habe mich jetzt gerade dazu entschieden, nochmal hier auf den Schlossberg zu gehen. Diesmal aber wirklich zu Fuß, weil es gibt hier so
coole Trassen entlang. Also entlang des Berges sind halt mehrere Wege, also Holzstufen, sehr, sehr hübsch. Ja, auch so direkt am Fels entlang. Sehr schöne Felsformationen hier zum Teil. Also auch so aus naturfotografischer Sicht wirklich hübsch. Ich habe mich jetzt gerade so ein bisschen gefragt, was ist denn jetzt das Fazit aus dieser Woche? Also abgesehen davon, dass ich neue Schuhe habe. Und ich denke, für mich ist das Hauptfazit hieraus auch wieder, das ist einfach eine geile Option, um Kontakte zu knüpfen. Ich meine, das Videotraining, was jetzt erscheint, schön und gut, und das ist ein gutes Produkt und ich freue mich darauf, dass es da ist, und ich kann euch das allen sehr ans Herz legen, wenn ihr mehr über Zeitrafferfotografie wissen wollt oder kommt auf einen meiner Workshops auf der Photo Plus Adventure. Aber hauptsächlich ist es natürlich geil, in Kontakt jetzt mit dieser Organisation zu stehen, mit LinkedIn Learning zu stehen, hier die ganzen Leute getroffen zu haben, die ganzen Leute vom Project Management, die ganzen Leute vom Live-Action-Team, die Kameramänner und Frauen, ja, alle, die jetzt irgendwie daran beteiligt waren, mit denen ich mich alles unterhalten konnte, mit denen ich Zeit verbracht habe, und ja, dass ich mich auch einfach gut mit den Leuten verstehe, denn das hat eben auch dazu geführt, dass jetzt, ne, schon das Folgeprojekt mit angestoßen ist. Und klar ist das auch für mich wieder ein weiterer Punkt, mit dem ich ein bisschen Geld verdienen kann. Ich habe schon mal dieses Video gemacht, wo ich alles aufgelistet habe, womit ich als Fotograf, als Selbstständiger mein Geld verdiene. Und das wäre dann halt ein weiterer Punkt auf dieser Liste. Das ist natürlich nie verkehrt. Aber ich glaube, man muss sich immer davon freimachen, dass solche Sachen dazu führen, dass man jetzt mega bekannt wird und mega viel Geld macht. Ich glaube, dass es dazu einfach ja keine Option gibt. Das heißt, die Erkenntnis ist im Endeffekt wieder die ich auch schon häufiger hatte, vor allem die ich auch schon mit YouTube eigentlich die ganze Zeit hatte. Das Ganze ist sehr langfristig. Ja, ich kriege jetzt für diese Woche, wo ich hier war, eine nette Einmalzahlung und das Training wird erstellt und das ist dann auf der Plattform. Aber der langfristige Effekt daraus ist natürlich, dass mein Name jetzt auch bei LinkedIn Learning, auch bei lynda.com, auch bei Video2Brain gefunden werden kann. Und je länger ich präsent bin, überall, ja, auf allen möglichen Plattformen, umso besser natürlich für mein Business, weil umso mehr Leute können mich finden, umso mehr Leute werden auf meine Inhalte aufmerksam, gucken sich ein Videotraining an, kommen auf meinen Workshops und so weiter. Aber das Ganze passiert halt nicht von heute auf morgen. Ne? Ich meine, es dauert jetzt eh wahrscheinlich noch bis Juni, Juli, bis das Videotraining überhaupt erscheint. Und dann gehe ich ehrlich gesagt nicht davon aus, dass, wenn das jetzt erscheint, dass ich jetzt direkt dann die nächsten Monate da die geilen Abrechnungschecks kriege oder merke, dass meine Workshop-Buchungen hochgehen oder sowas. Aber wenn dann auch ein Folgeprojekt kommt, was dann auch wieder da drin ist, ja, dann bin ich schon mit zwei Themen vertreten. Und dieses langsame Aufbauen, das ist einfach so der Hauptaspekt, warum ich sowas gut finde und warum ich aber glaube, dass viele das falsch betrachten. Denn das, was ich damit erreiche, passiert halt einfach nicht von heute auf morgen. Ja, ich werde da keinen kurzfristigen extremen Effekt rausziehen. Ich werde da kurzfristig eine ganz okaye Einmalzahlung rausziehen, ja, auf die ich mich natürlich freue. Und das ist irgendwie Geld, was ich natürlich dann irgendwie nett als Bonus quasi oben drauf kriege. Aber der eigentliche Wert von so einer Aktion steckt halt wirklich in den Kontakten, die man knüpft, und in der langfristigen Planung, im langfristigen Aufbau meiner eigenen Marke sozusagen. Und deshalb ist, glaube ich, das Hauptfazit, was ich sagen kann, wir sind überall Viecher, was ich sagen kann für diese Woche, dass es ein wenig unspektakulär, ein weiterer Schritt hin zur dauerhaften Selbstständigkeit in diesem Business ist. Ja? Ein weiterer Schritt hin zu mehr Bekanntheit und damit auch ein weiterer Schritt hin zu, ja, dauerhaftem, stetig wachsenden, wenn auch langsam wachsenden, aber stetig wachsendem Erfolg. Und ich hoffe natürlich, dass ich damit im Endeffekt halt auch wesentlich besser fahre, als wenn ich jetzt versuchen würde, es darauf anzulegen, halt kurzfristig schnell Erfolg zu haben und sehr viel Geld zu verdienen oder sowas. Ich glaube, dass das nicht der richtige Weg wäre. Ich glaube, dass ich da den richtigen Weg eingeschlagen habe. Aber ob das so ist, kann mir natürlich auch nur die Zukunft erstmal zeigen. Naja, wie auch immer, ich glaube, das klang jetzt so ein bisschen negativer, als es eigentlich gemeint war. Also es war eine mega, mega schöne Woche. Ne? Wirklich tolle Leute kennengelernt, ein tolles Projekt umgesetzt und auch noch eben das Folgeprojekt. Also es hätte wirklich nicht besser laufen können. Das ist alles nach Plan oder besser gelaufen. Wie gesagt, auch jetzt beim Einsprechen keine Fehler mehr gewesen, alles sofort perfekt gewesen. Ja, es hätte wirklich nicht besser laufen können. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich es machen konnte. So, und jetzt werde ich hier gleich noch irgendwo nett was essen gehen, den Abend noch nett ausklingen lassen. Mal schauen, wo, ich weiß es noch nicht. Und dann geht es morgen zurück mit Layover in Wien. So, Abwärtsfahrt im Lift mit Glasdecke. Ziemlich nett.
absurd kurzer Flug von 25 Minuten. Ja, wir waren gerade oben, haben alle eine Flasche Wasser in die Hand gedrückt bekommen, dann sind wir wieder gelandet. Und ich gehe jetzt hier in Wien halt einfach aus dem normalen Eingang raus. Das Gepäck ist durchgecheckt bis nach Düsseldorf. Das wird automatisch weitergecheckt. Und ja, schauen wir uns Wien an. Gut, also Wien ist natürlich schon mal eine ganz andere Hausnummer von den Ausmaßen her. Und ja, ich bin aber jetzt eigentlich gut rausgekommen, das sollte eigentlich zeitlich alles passen. Ich fahre jetzt, weiß ich nicht, halbe, dreiviertel Stunde dann nach Wien rein. Ich will da in den einen Laden und ja, sollte eigentlich hinhauen. Transfer wird jetzt eine halbe Stunde dauern, ich glaube 40 Minuten oder so. Und dann habe ich theoretisch so um die anderthalb, zwei Stunden Zeit in der Stadt, bevor ich wieder den nächsten Bus zurücknehmen sollte, um halt richtig wieder hier zu sein. Dadurch, dass ich jetzt einmal den Transferbereich verlassen habe, muss ich natürlich nochmal durch die Sicherheitskontrolle, wenn ich wieder reinkomme in den Flughafen. Und das muss ich natürlich mit einplanen von der Zeit, ja. So, wir sitzen jetzt im Transferbus nach Wien und dann werde ich mir gleich die Stadt anschauen. So, ich habe jetzt voraussichtlich zwei Stunden Zeit hier in Wien, um mal so ein bisschen durch die Stadt zu schlendern. Dann sollte ich wieder zurück am Hauptbahnhof sein, um halt den Bus zu kriegen, der mich dann wieder zurück zum Flughafen fährt, um da einfach genug Puffer zu haben. Ich will nicht sagen, dass es hier besonders warm ist, aber es ist hier gerade echt mega warm. Also ich werde heute Abend bestimmt mal gut fertig sein, wenn ich dann in Düsseldorf ankomme. Dann noch mit der Bahn wieder zurück, Auto habe ich am Bahnhof stehen lassen. Und dann war es das für die Woche. Wie gesagt, jetzt gerade auf dem Rückweg zum Hauptbahnhof Wien. Da muss ich mir dann noch eben ein Ticket holen für den Flughafentransfer. Das ist übrigens ganz okay. Also Hin- und Rückfahrt mit dem Bus, der braucht so 25 Minuten, kostet 13 Euro. Für Flughafentransfer ist das ein okayer Preis. Also, wenn ihr mal in Wien seid oder am Flughafen seid, mit 13 Euro hin und zurück kommt ihr halt in die Stadt und wieder zurück. Wieder angekommen in Düsseldorf, aber so langsam reicht es halt auch. Also bin da froh, wenn ich jetzt gleich meinen Koffer habe. Hier am Band tut sich jetzt noch nichts, aber ich hoffe, es fängt gleich an. Und dann geht es auch nach Hause und dann muss vor allem halt erstmal das ganze Material hier gesichert werden, gesichtet werden. Und dann geht's die nächsten Tage in den fertigen Vlog. Ich weiß noch nicht, wahrscheinlich schneide ich es jetzt noch in einem Video. Ich kann noch nicht genau abschätzen, wie lange es werden wird. Werdet ihr dann natürlich sehen. Und ja, damit ist dann diese Woche in Graz diese Produktion auch vorbei.